Guten Morgen, liebe Zuschauer, guten Morgen, liebe Zuhörer, guten Morgen, Werner. Guten Morgen, Michael. Nach unserem letzten Interview gab es doch einiges an Bemerkungen und Fragen. Wir sind in der Abarbeitung, fest versprochen. Auch unser Zeitpotenzial ist begrenzt. Ich habe das mit Dr. Ulrich so weit geklärt, dass in den nächsten Tagen auch die Antworten rausgehen und sie erreichen. Danke für Ihr Verständnis. Unser heutiges Thema, beim letzten Mal auch angekündigt, wie besiegen wir die jährliche Grippe? Der ein oder andere von Ihnen wird schon mit dieser Erkrankung zu tun gehabt haben. Sie kommt sozusagen in Wellen und führt zu erheblichen Beeinträchtigungen. Wie stellen wir uns dieser Krankheit, dieser Problematik, wie können wir sie besiegen, Werner? Also zunächst erstmal, eine Grippe muss man ernst nehmen. Denn die Grippe ist vielleicht letztendlich das, woran wir irgendwann, ich hoffe so spät wie möglich, nach gesundem Leben, doch mal versterben. Das ist dann der Anlass für viele Menschen zu versterben. Also eine Grippe muss man ernst nehmen. Doch was beobachten wir, wenn wir eine Grippe haben und wir gehen, so wie das üblich ist in unserem Lande, in die Arztpraxis? Und dann wird festgestellt, ach, üblicher grippaler Infekt. Und wir haben zwar eine Virusinfektion, aber da ja auch Bakterien beteiligt sein können, geben wir erstmal Antibiotika. Und das halte ich zum Beispiel schon für nicht richtig. Moment. Ja. Grippe ist eine Virusinfektion. So ist das. Und was hat das jetzt mit den Bakterien zu tun? Ja, das fragen Sie mal diejenigen, also das frage du mal bitte diejenigen, die Antibiotika verschreiben. Sozusagen aus Sicherheitsgründen, nach dem Motto, wenn auch Bakterien beteiligt sind, dann geben wir dir gleich mal Antibiotika. Und wir haben in diesen Interviews schon relativ häufig darüber gesprochen, wie gefährlich das ist, Antibiotika zu geben, unbedacht zu geben, weil wir eben dann dort unsere Waffen verschießen und nichts mehr gegen auch gefährliche Bakterien haben. Bei der Grippe handelt es sich um eine Virusinfektion. Da helfen also keine Antibiotika. Das darf ich nicht so sagen. Okay. Da bin ich nicht, ist mein Amt ein anderes als klinischer Strahlenphysiker. Aber wenn ich nicht von Bakterien bedroht bin, muss ich sagen, wozu gebe ich Antibiotika? Okay, das scheint so ein Standardreflex bei Ärzten zu sein. Ja, man hat's ja. Man hat diese Antibiotika zur Verfügung. Ja. Aber im Großen und Ganzen führt es doch zur Linderung, wenn ich dann diese Antibiotika einnehme. Im Großen und Ganzen führt es nicht zur Linderung. Führt es nicht zur Linderung. Ja, genau. Weil wir das nächste Riesenproblem, was wir eigentlich kaum lösen können, darüber reden wir heute, ansetzen, indem wir eben Resistenzen erzeugen durch Antibiotika. Resistenzen für Bakterien, die uns irgendwann einmal wirklich bedrohen. Okay. Und das halte ich für schlecht. Das hält mittlerweile die Welt auch für schlecht. Mittlerweile sind große Treffen der Staatsverantwortlichen, der Staatsmänner, Staatsfrauen mit G7 und G20 beschäftigen sich mittlerweile auch mit dem Problem der unbedachten Gabe von Antibiotika, besonders in den hochentwickelten Industrieländern. Okay, also kurze Zusammenfassung, das mit den Antibiotika ist nicht der richtige Weg. Es führt zu Resistenzen, also wir machen da nicht unbedingt eine gute Geschichte, wenn wir das einnehmen. Wir bekommen es verschrieben, wir nehmen es ein. Was mache ich denn nun als Betroffener mit Grippe? Also es gibt eine ganze Menge. Es gibt die Möglichkeit, sich vorher impfen zu lassen. Dort gehe ich das Risiko ein, dass es nicht gerade der Stamm ist, der mich dann befällt. Und ich kann aber auch die von mir empfohlene Frequenztherapie einsetzen nach Dr. Rife. Jede Erkrankung und somit auch die Grippe hat eine Signatur. Und mit dieser Signatur wissen wir, mit welchen Frequenzen wir unser Immunsystem stärken können, um die Parasiten zu zerstören. Nochmal ganz kurz zurück. Jede Erkrankung hat eine Signatur. Ja. Was bedeutet das? Signatur? Also das ist eine Erkenntnis, die schon vor über 80 Jahren dargestellt wurde und bewiesen wurde, dass wir immer in der Folge jeder Erkrankung ist verbunden mit minder versorgende Zellen mit Sauerstoff. In diesem Milieu siedeln sich Parasiten an. Mit Parasiten sind gemein Viren, Bakterien,
Würmer und Pilze. Mhm. Und wenn ich diese Symbiose zerstöre, indem das Immunsystem gestärkt wird, um die Parasiten zu zerstören, besiege ich die Erkrankung. Das ist sozusagen dann die Signatur. Und die Signatur ist genau eine Frequenzfolge, okay, die ich einsetzen muss, um die Parasiten zu zerstören. Und das sind elektromagnetische Frequenzen, die weitestgehend zu Tausenden bekannt sind, mhm, und die man einfach in den Körper einleiten kann über eine Gerätetechnik. Und diese Signatur, die Signaturen, die wurden irgendwann mal ermittelt, bezogen auf diese Krankheiten. Sind die, sage ich mal, von Körper zu Körper unterschiedlich oder sind diese Signaturen dann identisch? Die Signaturen selbst sind zunächst erstmal identisch zu den entsprechenden Parasiten. Okay. Aber die Parasiten verändern sich und das ist der Grund, warum wir auch die Signaturen verändern. Aber von Individuum zu Individuum sind sie erst einmal gleich. Okay, also es gibt diese Signaturen und ich kann die Frequenztherapie einsetzen. Ja. Um die Grippe zu besiegen. Ja, letztendlich um die Grippe zu besiegen, um mein Immunsystem ganz spezifisch zu ertüchtigen. Okay. Und das geschieht erfreulicherweise in ganz kurzer Zeit. Und reden wir mal über einen grippalen Effekt, den der Bürger eben feststellt, zum Beispiel ein Kratzen im Hals, so beginnt das. Und wenn er dann über die Frequenztherapie verfügt, über diese Anwendung, zum Beispiel mit AgilCare, das ist ein Gerät, ein Haushaltsgerät, was ich einsetzen kann, und ich würde es jeder Familie empfehlen, dann ist sozusagen meistens ein oder zwei Behandlungen, die jeweils nur 20 Minuten dauern oder weniger, ist das erledigt, ohne Gefahren, Folgeerkrankungen, Nebenwirkungen. Und wenn ich bloß noch beachte, dass ich an dem Tag, wo ich mich behandelt habe, auch noch viel Wasser trinke, dann ist die Sache erledigt. Das heißt, ich nehme sozusagen wahr, da ist eine Grippe im Anflug oder ich habe sie schon, dann besteht die Möglichkeit mit dem Gerät AgilCare. Da kann man das dann irgendwo einstellen, denke ich mal. Wir haben das ja in einem unserer Interviews gezeigt, sozusagen in einem Praxisinterview, wie wir mit diesem Gerät umgehen. Da wähle ich das aus. Du empfiehlst ein, zwei Anwendungen und dann war es das auch. Ganz genau so ist das. Das muss ich eben bloß orientierungsgerecht machen. Da hilft mir das Computerprogramm, in dem mir genau das aufzeigt, um welche Grippe es geht. Und okay, das haben wir ja. Ist das erledigt. Das hatten wir ja gezeigt. Ja. Das können Sie sich jederzeit auch gern wieder in der Mediathek anschauen, wie man mit diesem Gerät AgilCare umgeht. Fragen sind da bisher noch nicht aufgetaucht. Aber sollten welche auftauchen, Sie kennen ja den üblichen Weg, eine Mail schicken oder entsprechend anrufen. Wir haben heute gelernt, um grippale Infekte, also die Grippe, zu besiegen, setzen wir das Gerät AgilCare ein. Weitere Informationen zu diesem Gerät und zur Anwendung finden Sie einmal in der Mediathek beziehungsweise im Informationsdienst, der Ihnen ja jederzeit zur Verfügung steht. Danke, Werner, für deine Ausführungen. Danke dir. Danke, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, für Ihre Geduld zu dem nicht unwichtigen Thema, wie besiegen wir die Grippe. Das Thema unseres nächsten Interviews, kleinen Moment, ich muss das kurz ablesen, das ist ein längerer Satz. Beim nächsten Interview geht es um das Thema Nervenschmerzen und wie wir diese Nervenschmerzen besiegen können. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Danke.